Grüß euch, liebe Rotzpiepen-Fans, und welcome back to Lombazi Präsenz Dancing Queen, euer Nummer 1 Programm für alle Tanzschritte, die ihr braucht, um wirklich perfekt zu sein in jeglicher Form, von Diskothek, Bauernfest oder Mafia-Treffen. Letztes Mal haben wir gelernt die Side Flag, diesmal geht es wirklich ins Kommerzielle. Wenn man früher jemanden beeindrucken wollte, hat man gesagt, ich habe Geld, ich habe Essen, ich habe Trinken. Aber es gab eine Phase, nachdem der Edison ein bisschen aufgestiegen ist, wo man angezeigt hat, dass man weiß, indem man sagt, ich habe Glühbirnen. Und deswegen ist der nächste Move der sogenannte Lightbulb. Die angezeigte Glühbirne, bei uns hier in Simmering auch genannt, der Birndl Drager. Und dieser Move geht so. Wichtig für einen Birndl Drager ist, dass man ordentlich signalisiert, dass man nicht zwei Äpfel oder Orangen in der Hand hat, sondern dass man Glühbirnen hat und dass man die gerade rein- und rausschrauben kann, wie man will, denn man gehört zu den wenigen Leuten, die Strom zu Hause haben. Beide Hände nach oben und ordentlich drin, ordentlich. Ihr müsst es spüren, es muss reinkommen durch die Finger, durch die Sehnen, alles. Ja? Und das Ganze wie immer am Ende einer fertigen Bewegung. Und wieder reindrehen. Oh ja, das ist Lightbulb. So viele Herzen sind schon geschmolzen bei Lightbulb über dem Birndl Drager. Ganz wichtig, aus. Oh, ich habe sie in der Hand, ich überkreuze sie sogar und wieder hinein. Bisschen komplexer als die vorherigen Moves, aber wie das bei euch aussieht, das sehen wir jetzt. Probieren wir es heute. Okay, komm, es geht schon. Putz, putz. Tutz, tutz, Birndl dran, Birndl dran. Und dann schön integrieren in die Moves. Ja. Nein, nicht links, es ist. Das heißt jetzt, so ist etwas außen. So, so. Und dann drehen, drehen und runter. Und dasselbe machst du gleichzeitig mit der anderen Hand. Ja. Aber da ist nichts, du brauchst nicht hinschauen. Ja. Du musst Fokus auf die Tanzfläche. Ja. Gut. Ich glaube, das geht noch mit Musik gescheit. Ja. Tja. Kali, du probierst nicht auf Fang das Licht, ja, sondern du sollst das Licht nehmen, links und jetzt draus. Ja. So wie mein Sheldons genau dran setzt. Ja, so, und dann schön nach unten, draus raus und dann draus wieder eine. Ja. Und jetzt integrierst du in die Moves, die wir alle gelernt haben. Pumpe und. Ja, ich habe vorige Woche schon mit deinen Eltern telefoniert, Kali. Du musst da nicht bleiben beim Tanzkurs. Ja. Es bemüht sich schon wieder keiner, ja? Alter, ich rede mit dem Pfarrer, ja? Der muss sich den mal hernehmen, die Gesichter. Ja, wenn nur! Halt doch! Ja, es tut mir eh leid, kommt, geht's jetzt, gibt's dann ein Eis. Du kriegst der Twini, weil du kannst mit einem einen Knurren. Ich will einen Kakao! Scheiße, ja, natürlich kriegst du einen Kakao, ja? Komm, wir gehen jetzt zum Mäcki und da kriegst du einen Kakao. Ja, und das war's auch wieder mal mit dieser Folge von Lombazi Presents Dancing Queen. Heute haben wir gelernt, wie ihr Frauenherzen zum Schmelzen bringt durchs Birndl-Drahn. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen mittelalterlicher, wo wir uns auf den Rasen begeben und anzeigen werden, was wir nicht für ein großes Grundstück haben. Bleibt gespannt, wir sehen uns das nächste Mal. Pfiat euch!